Bonjour, Madame et Monsieur. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer. Ich habe mich halt ausgeblendet. Was? Wer sind Sie? Ich keine Ahnung. Hallo. Ich Ich kenne Sie nicht. Haben Sie Voulez-vous? Corona? Voulez-vous? Nee, Haben also. Sie Corona? Sind Sie von der von die Medizin, dass Sie aussehen wie eine Gummipuppe? Stimmt, ich kann ja gar nicht meinen Charakter anschauen, ne? No, 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 das ist pas possible, oh. Also gut, wir sind hier in wow, schnelles Auto, schneller als ich überhaupt die Maus links rechts drehen kann. Wir sind hier in Landwirtschaftssimulator der neuesten Generation, Jahr 1021. Die Bäume sind auch schon 4K, man sieht's, also ja, ist perfekt, Also ne? richtig geil, also ich bin's privat. Ich werde dazu noch ein Video auf meinem Channel machen. Mein Singleplayer-Spiel schon werde ich euch zeigen, also Und ja. ich muss da hier die Lautstärke irgendwie dann. Warum sind jetzt plötzlich die Lautstärken total anders? Also im Spiel meinst du? Ja. Ja, die Lautstärken hier, die sind richtig sick und laut. Übrigens, heute Premiere, heute mal ohne Rockler bei mir, sondern 4K flüssig, da ich auf der PS5 aufnehme. Also sprich, nee, ich zock einfach auf der PS5 und der Till, Hey, der wir ist haben hier Parkplatz. ja, Guck an. genau. Wir sind hier Ich auf penne der Konsole hier, ich penne Map. hier. Wo sind Wir wir? sind auf der französischen Map und Weil wir wir kein haben ein Französisch können, Stadtbudget ne? von 1,5 Millionen. Komm, wir kaufen uns Nur. ein Haus für 1,4 Millionen. Nee, 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 warte jetzt mal. Jetzt müssen wir strategisch denken. Wir brauchen zum Anfang brauchen wir Land. Ich würde vorschlagen, Wo ich bist denn mache du jetzt schon mal die wieder? Map auf. Ach, da hinten. Die übersehen. Kann ich hier nicht rein? Wie vertraut bist du mit Landwirtschaftssimulator? Ich hab mal Landwirtschaftssimulator 2018 gespielt. Ist auf YouTube auch zu sehen, aber daher nichts. Also, ich würde sonst vorschlagen, wir kaufen uns das Land neben der Käserei. Das ist da, wo dieses wie ein U, dass der See wie ein U aussieht, Feld Weißt, 32. wisst ihr was? Ich mache jetzt das mit. Ihr seht's gerade, ich mache das mit Controller. Das geht mir jetzt zu weit mit Maus und Tastatur. Das Also ist. ich werde jetzt das Land 32 in Anspruch nehmen. Dürfen Sie gerne tun. Das kostet 569.000. Soll ich die Investition tätigen? Mach mal, ist ja nichts Schlimmes. Kaufen, ja, so. Du hast kein Mikrofon, aber du bist mit dem Chat verbunden. Toll. Okay. Also jetzt haben wir Land gekauft. Und jetzt am besten, wir gehen zu unserem Land, aber ich will das Ganze irgendwie. Haben wir überhaupt was im Spiel? Also Nee, deshalb generell? haben wir 1,5 Millionen. Du Hey, wir hast haben eine gar nichts. Garage hier. Nee, die gehört uns nicht. Hier spawnst du einfach. Wie bitte was? Das gehört uns nicht. Ich Randale hier. Ich kaufe. will rein. Ich will. Oh. Ich kaufe uns dieses Gerät. Wie kannst du Dieses auf Gerät. der P. Oh, je, Mine. Wenn du was Oh, drück mal kaufst. die Pfeiltaste. So. Ich habe jetzt uns die beide gekauft für 52.000. Wenn du was kaufst, ne? Ja. Dann ruckelt das bei mir eine kurze Runde. Ja, das kann gut sein von der Synchronisation. Also, ich würde sagen, wir fahren zu Bestimmt unserem wegen Land Crossplay. 32. Wie ging das nochmals? Oh je, mir ist es total weit weg. Oh je, Mine. So ein Quatsch kann man machen? Hm. Oh, muss ein Kollegen hinterherrennen. Hinterher. Ja, hinterher fahren, besser gesagt. Kameraeinstellung und so, ne? Wäre irgendwie schon noch cool, wenn ich das. Ah, Kameraeinstellung, drück L1 Ja, dann steht bei mir. und die Pfeil und die Runtertaste, Ach dann zoomst du drauf. so, okay. Das. Und rein zoomst du wieder mit der Pfeiltaste nach oben. Hey, was machst du da? Alter Sack. Ich wollte ein bisschen Granaten werfen auf die Straße. Guck mal, ich kann hier hoch und runter lassen, das Ding. Ja, ich kann auch diese runterlassen. Jetzt, wir müssen schauen, ob wir eine. Da waren wir ja gleich vorher. Wo ist Feld 32? Hallo? Ah, da Keine waren wir. Ahnung. Das Geile ist, du wirst später verstehen, warum ich das Wasser in der Nähe haben wollte, weil das ist. Du Wäsche Normalerweise waschen bezahlt man musst. ja, um Wassertanks aufzufüllen, aber wenn du eine Wasserquelle hast, dann bezahlst du nichts. Aber du musst da auch bestimmt noch Wäsche waschen, ne?
bin jetzt ein bisschen doof, ne? Sie müssen einfach keine Dünger in die Wasser reinpacken. Sie können übrigens, sie ich muss auch keinen Dünger benutzen. Ich habe mich echt mit Schutzanzug angezogen, weil ich eben Dünger, die Düngerbohnen bin. Haben Sie nicht gesehen? Ich habe drei Lichter an. Drehlicht an, hallo? Hey! Ich kann doch nicht Auto fahren. Mon Dieu. Wem? Die Sonnenblumen sind im Wachstum. Wenn ich überfahre, was passiert dann? Du kannst mich nicht überfahren. Nee, Sonnenblumen, wenn ich die überfahre, passiert nichts, ne? Ah, ich hab das klar. Nee, ich hab, glaube ich, Feldbeschädigen ausgeschaltet. Perfekt. Viele. Hä, warum machst du das? Ja, ganz einfach, weil wir jetzt hier am Anfang sind. Und wir sind ja nicht irgendwelche Profis, ne? Also, wir sind ja zwei Heinis. Das ist unser Feld, das die Sonnenblumen. Können wir nicht gerade. Das ist ein kleines Feld, ne? Nö. Ja. Die wird auch minus nicht Ernte geben. Also, zu allerallererst. Wir benötigen ein Häuschen zum Schlafen, weil wir müssen ja die ganzen Sachen hier ernten können. Wo würden Sie jetzt hier mein Zelt aufbauen? Wieso müssen wir überhaupt schlafen? So eine Frage. Können wir nicht einfach durch die Nacht durcharbeiten? Doch, aber die Monate gehen nicht rüber. Weißt du, sonst wird das Teil nicht erntereif. Wie viele Monate, wie viele Tage hast du Corona? Wie viele Tage hast du? Ein Tag, ist aber wirklich schnell. Ja, ich habe Echtzeit eingestellt, also 24 Stunden Real Life gleich 24 Stunden Game. Und das ist dann ein Monat, ne? Genau. Also wir sind eigentlich in vier. Deshalb gehen wir eigentlich. Das ist mein Trick, denn ich habe die Zeit auf Echtzeit umgestellt und wenn ich merke, ich habe für den Monat alle Arbeiten erledigt, gehe ich schlafen, dann ist der nächste Monat wieder. Ich bin gerade blöd raus. Wie gehe ich? Ah, Mann, es ist doof, mit und X jetzt, rausgehen. Ich würde sagen, wir kaufen uns eine kleine Farmhaus. Weißt du, was das Lustige ist? Mit Gamepad zu spielen ist viel flüssiger mit dem Spiel hier. Also, ich kaufe uns eine kleine Bruchbude, ne? Warum überhaupt was kaufen? Sparen, ja. Mein Freund, sparen. Ja, komm, deshalb kann ich schwimmen? Uns eine Bruchbude. Können wir schwimmen? Oh, schau mal! Oder wie sehe ich es aus? Hä? Du schwimmst wirklich. Es sieht wirklich wie Schwimmen aus. Geil. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Hey, Luftballon. Guck mal, Heißluftballone. Komm, wir fahren da hin. So. Cool. Ein Billighaus. Ja. Jetzt gehen wir schlafen. Ich stelle die Zeit auf nächsten Tag. Was ist, wenn ich jetzt Nein klicke? Dann können wir nicht schlafen. Dann schlafe ich jetzt im Wasser und ertrinke, oder wie jetzt? Du spawnst wohl im Haus. Nee, ich habe immer, ist ja das Geräusch, ist immer noch Schwimmgeräusch. Ich höre immer noch Wasser. Ja, die pennen aber lange. Ja, der muss jetzt das alles simulieren zuerst. So, ich schwimme immer noch, guck mal. So geil. Junge, also, was ist das für ein Horn? Muss gepflügt werden. Junge, wir haben Feuerwehralarm. Ausbruch. Wo, was? Ja, war ein Feueralarm. Okay, wir müssen nochmal schlafen. Warum? Außer wir wollen uns noch ein Feld kaufen. Ich weiß doch nicht, ich bin doch nicht Chef hier. Ich bin nur, kann man hier rein oder wird man hier gleich schlafen? Toll. Man kann also nicht rein. Du hast ein Haus gekauft, dass man nur pennen kann, aber das Ding ist so riesengroß und man kann nichts damit machen. Genau. Wow. Also ich würde sonst. Ich sage ja nichts, aber guck mal hier, was ich hier gerade fabriziere. Ich schwebe. Soll ich noch ein Land kaufen? Wie du willst. Ich kaufe noch ein Land für 288.000. Aber du willst. Ich darf ja shoppen, du willst mich hassen. Warum? Ich kann nichts. Ich kann nur alles zu sau machen. Gut, ich kann nicht rauffahren, aber. Hey, doch, du bist eigentlich der perfekte Helfer, außer dass ich, für den Helfer müsste ich bezahlen, dich muss ich ja nur ertragen. Ja eben, genau. Aber was haben wir da auf dem Feld 35? Weil strategisch gesehen haben wir es jetzt gut gemacht. Hallo? Hier ist eine Käserei, das heißt wir müssen hier in der Nähe dann eine Kuh. Was ist das kleine Feld? 35? Oder, so, das nebenan. Okay. Ja. Das gehört jetzt uns. Perfekt. Da drauf wächst. Scheiße. Wirklich? Wie viel Ertrag gibt Scheiße?
Fruchtart, Zuckerrüben im Wachstum. Hier müssen wir, hier ist aber das Problem. Aber warte mal kurz, ist, wir haben schon Dinge, deshalb sind die Felder so teuer, weil du hast jetzt die Felder mit den Sachen drauf gekauft. Aber das Problem ist, hier ist Herbizid, also hier wird Herbizid benötigt. Wenn du aussteigst, siehst du, was da drauf wächst. Ja, Unkraut. Und groß. Es muss zum einen gedüngt werden und zum anderen gespritzt werden. Das heißt, wir brauchen... Ich muss jetzt spritzig werden, oder was? Wir brauchen... was kaufen wir da am besten? Wir brauchen einmal Traktoren. Haben wir noch nicht? Oh. Nee. Also, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ja, was denn? Wir brauchen Traktoren, die uns zum einen... ich würde sagen, wir kaufen am Anfang jetzt zwei Traktoren. Mhm. Wir können sie auch leasen, aber Leasing, da bezahlst du einfach jeden Monat, wenn du pennen gehst, ein paar Tausender. Nö, müssen wir nicht machen. Willst du sie kaufen? Ja, Fahrzeugübersicht, wir haben... Ach so, ja, toll, wir haben ja die schon. Dann würde ich sagen, dann baue ich hier irgendwo eine Maschinenhalle hin. Wo kannst du die überhaupt kaufen? Durch die Select, also bei mir ist es das Touchpad, reindrücken, dann habe ich hier, dann sehe ich gemietete Sachen und so, dann kann ich Fahrzeuge kaufen. Also aktive Helfer und Filter und Co. Und nee, das ist die falsche, das ist die Start-Taste. Ach so, verstanden. Ja, ich habe auch zwei. Es gibt noch eine Taste, wo du einkaufen kannst. Ja, bei mir sind es die drei Punkte. Ja, gut. Hey, Sale, was gibt's im Sale? Mal an. Das sind Gebrauchtsachen. Ja, nur 200.000. Komm, locker hier. Also, ich würde sagen, wir machen Runde Folgendes. Ja. Wir kaufen zwei, drei Gewächshäuser, wo Gewächshäuser hieß es, es ist lame, wenn man die hat. Dann wird man gehatet. Weil du verdienst passiv damit Geld. Ist doch gut. Bei mir scheißegal. Ich will Kohle haben. Wie kann ich hier rennen im Spiel? Kannst du zwei Traktoren kaufen? Welche denn? Warte mal. Kompakttraktoren, mittelgroße, Großtraktoren? Ich würde schon sagen, etwas mit Leistung, aber ich schaue jetzt gerade. Die sind mittlerweile, ja, die sind so um die 300.000, 400.000, ne? So ein... Okay, dann kauf bei Kompakt. Ja, das ist gut. Der günstigste. Kauft zweimal John Deere 6M Series. Mit 130 bis 140 PS. Für 100.000? Zweimal? Oh, den kann ich noch konfigurieren. Oh, nee. Hast du gekauft? Nö, ich kann ihn noch konfigurieren. Hier geht's um mittelgroße Traktoren. Ja. Und da ist der John Deere. Der andere günstiger. 199.000. Hä? Achso. Warum ist der... Warum? Ich verstehe es nicht. Warte mal kurz. 40 km/h, 7,3. Also, du kaufst die Traktoren, ich kaufe uns einen Unterstand. Vielleicht sind wir danach pleite, dann müssen wir Kredite aufnehmen. Ach du, wir sind erst am Anfang. Kredite spielen noch keine Rolle. Einfach so, wie es ist. Wir müssen da nicht mit Reifenvarianten... Oh doch, immer Pflegebereifung am besten. Warum denn das? Weil das macht das Feld nicht kaputt. Wir haben ja eh Feld. Kein Feldschaden. Oder? Oder ist das aber nur... Grundlader an. Ach so, da hinten. Nee, ich will keine große Halle kaufen. Ich will Willst du einen Frontlader anbauen noch machen? Was? Dass man vorne was. Frontladeranbau heißt das hier, keine Ahnung. Für Gewichte, ja. Welche denn? Von Quickie oder Hauer? Spielt, glaube ich, keine Rolle, ne? Also auf Quickies stehe ich. Gut. Warte mal kurz, kann ich irgendwas sonst machen? Warte mal, was mache ich jetzt eigentlich für Scheiße?
Ich glaube, ich platziere einfach mal für 10. Komm, das kostet nur 10.000. Ich platziere hier. Das ah, stimmt, man muss ja in ein, wir müssen mal in ein Fahrzeug reinsteigen. Wo ist denn jetzt das Fahrzeug, das kleine Ding ins Bums? Ach, da hinten. Wie kann ich hier rennen? Ach so, verstanden. Malen, dann brauchen wir hier. Hey! Hab ich die zweimal gleich gekauft? Jo, perfekt. Übrigens, die haben genau das gleiche Kennzeichen. Du kannst es auch variieren. Nee, jetzt haben wir das gleiche. Scheiße. Spielt keine Rolle. Man kann es anpassen irgendwie. Ah, du passt schon. So, ich habe uns eine kleine Halle gekauft. Ich weiß nicht, ob du Matsch-Untergrund haben willst oder dann später Asphalt. Ich dachte einfach mal so provisorisch, dass wir das haben. Ja, ja, günstig ist besser. Und du hast noch einen zweiten Traktor gekauft. Perfekt. Jetzt bin ich hier. Warte mal hier, bitte. Weil wir brauchen jetzt Folgendes. Einmal brauchen wir... Ich bin perfekt zum Düngen bereit, ne? Also, zum Düngen, genau, stimmt. Wir brauchen, was ist am besten hier? Flüssigdünger und Dingens. Dann kaufe ich doch zweimal. Brumm, brumm, nee. Brumm. Nee, warte. Ich kaufe einmal den da. Ja. Wow, jetzt leckt's eine Runde, weil du was kaufst. Düngstreuer, dann brauche ich diesen Düngstreuer, der Kalk auch streuen kann. Dann kaufen wir den hier. So, wumm, 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 Aufbau wumm, wumm. Dazu, dann habe ich mehr Liter drin. Kann ich den nicht an... Wie ist es nochmals? So. So. Kaufen. Wow. Das ist nochmal geleckt. So. Jetzt haben wir einmal den Dünger und einmal eine Pestizidmaschine. Und wir sind arm. Wir sind arm. Wir sind arme Leute. Ja, wir sind arme Leute. Jetzt folgendes. Jetzt koppel ich den mal an. So. Jetzt müssen wir die ja noch befüllen. Oh. Warte mal. Ich schau mal nach, wie viel so ein Silo kostet. Silos. Pharma-Silo. In Silos wird Getreide gelagert. In Silos wird Getreide gelagert. Zusätzlich benötigst du eine Förderschnecke. Das Getreide. Getreide. Silo zum Mist. Behälter. Häckselgut. Nee. Kann ich hier nirgends... Ich kann doch... Das Ding ist nicht klein, ne? Nee, deshalb habe ich ja den gekauft, dass du eigentlich effizient hier Flüssigdünger so einmal Edelstahldüngertank, großer Treibstofftank. Echt nicht schlecht, dass das Ding zusammengeht. Und jetzt noch hoch, Wumms. Also, Dünger. Fülle der Gerät zuerst auf. Treibstoff. So, wohin geht's? Warte mal, ich muss das jetzt schnell testen. Ja. Okay. Also wenn ich jetzt Scheiße baue, dann sind wir einfach 16.000 Euro. Das macht doch nichts. Es sind ja nur Euro. Keine Schweizer Franken. Die sind ja nicht so schlimm, oder? Ist ja kein Echtgeld in der Schweiz. Ja doch, eigentlich schon. Hui! Also, ich kann sicher... Also, ich habe ja den... Ja, ich kann bestätigen, das Feld geht nicht kaputt. Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Bestimmt. Klappt mit anderen Objekt. Okay, fahren wir mal schnell zurück zu unserer Farm. Willst du Folge und so, ne? Ah ja, Wäre irgendwie was Cooles. Ach so, stimmt. Ja, ich frag nur für einen Freund. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder, ne? Falls wir hier irgendwie weiterkommen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschaui, ne?